Herzlich willkommen auf Kopipi. Ich glaube, hier sind wir genau richtig. Living the Island Life, würde ich sagen, die nächsten Tage. Wir sind heute wieder unterwegs, diesmal auf Koh Phi Phi. Gestern sind wir hier angekommen, haben den Tag aber entspannt ausklingen lassen. Heute geht es für uns wieder hoch hinaus. Genau, und zwar schauen wir uns die drei Viewpoints an und sind schon sehr gespannt, welcher der schönste sein wird. Los geht's! Moin Moin, wir wollten euch noch ein Fazit zu unseren Viewpoints von gestern geben. Das haben wir gestern leider nicht mehr geschafft, da wir auf dem Weg nach unten noch in Bob's Bar waren und es später dann noch einfach zu dunkel wurde. Genau, außerdem waren wir auch ziemlich kaputt nach den Viewpoints, aber heute sieht die Welt schon wieder ganz anders aus und Bob's Bar ist eine ziemlich entspannte Bar mit einem ziemlich entspannten Besitzer und das zeigen wir euch jetzt mal. Alle drei Viewpoints lohnen sich definitiv und es macht auch Sinn, sie alle drei direkt mitzunehmen, da sie eben sehr nah beieinander liegen. Am schönsten fanden wir definitiv den Viewpoint 2. Der hat einfach eine super schöne freie Sicht und eine tolle Aussichtsplattform, wo man sich auch schön entspannt hinsetzen kann. Das habt ihr ja auch gerade gesehen. Wenn man es jedoch etwas ruhiger haben will zum Sonnenuntergang, dann geht einfach weiter zum Viewpoint 3. Der Weg ist zwar nicht der einfachste und auch nicht der beste, weil man direkt durch den Dschungel durch muss. Es sind dort aber definitiv weniger Leute, sodass man entspannt auch dort den Sonnenuntergang sich anschauen kann. Wir sind gerade auf dem Weg zu einem ziemlich coolen Tagestrip und zwar werden wir eine Bootstour machen und mal die umliegenden Inseln anfahren. Freuen wir uns schon sehr drauf. Genau, die Karte blenden wir euch gleich hier in dem Video ein, weil wir gerade auch gar nicht alle Inseln im Kopf haben. Ich glaube, es sind auf jeden Fall 8 Spots, die wir anfahren. Bei der Tour haben wir uns auch bewusst gegen eine private Bootstour entschieden, da die viel, viel teurer ist in unseren Augen.
und wir damit, glaube ich, kein Problem haben werden, wenn wir noch mit anderen Leuten zusammenfahren. Also lehnt euch zurück. Genau, und für uns gibt es auch gleich erstmal Frühstück. Und es wird sogar für uns vegan sein. Wir sind gespannt. Es wurde zumindest gestern notiert. Bye.